This episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. So, hallo, hier ist der Knorker von den Dörpioten. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich die erste Episode beendet hatte. Hab mich auch eher durchquälen müssen. Und ja, jetzt ist meine Verletzung verheilt und es geht weiter mit Episode 2. Die dritte ist schon draußen, aber wir haben ja jetzt hier auch die deutsche Übersetzung der ganzen Untertitel. Von daher wollen wir mal schauen, ob mich die zweite Episode jetzt mehr vom Hocker haut als die erste. So, schlummern. Hallo, wo ist meine Maus? Ah, hier, gut. So. Ja, also wie gesagt, im ersten Teil hatte ich ja kritisiert, dass eigentlich die Zielgruppe dieses Spiels eher Teenager-Mädchen sind. Es ist eine sehr, wie ich sagen, sehr lineare Storyline hat und auch dieses tolle Time-Rewind-Feature daran nichts wirklich ändert, meiner Meinung nach. Gut, vielleicht bin ich etwas aus dem Alter raus für diese Art von Spiel, diese Art von Lebensstil, Teenager mit irgendwie tollen Abkürzungen, moderne jugendliche Ausspruchsweise und Selfie-Generation, Y, na okay, Y ist noch ein bisschen zu jung, aber ist halt auch Amerika, nicht Europa, da ist vielleicht einfach alles ein wenig, wie soll ich sagen, stereotyper. Aber wollen wir mal schauen, vielleicht ja, kommen ja mehr jetzt diese mystische Hintergrundstory oder dieser mystische Teil der ganzen Story mehr zum Tragen, dass wir auch mehr Spaß haben dabei oder einfach auch mehr dieses Lineare ein bisschen ausbrechen können. Ja, okay. Soll ich sagen, jetzt schauen wir mal, okay, Max, ja, der Charakter Max, depressiver, Loner, so Emo-Type, ja, alle sind ja gegen mich und ach, keiner mag die Fotos, die ich mache. Und Chloe, ihre Freundin, war halt so eine Kiffer-Rebellin, meiner Meinung nach auch Stereotyp, meiner Meinung nach auswechselbar. Dann halt dieser Nathan, ja, hier, der Shit, ja, wirklich. Er hat wohl psychische Probleme nach seinem Kriegseinsatz im Irak, soweit ich weiß, war das ja. Ja, und halt handelt mit der Knarre rum und ist halt hier mit einem Bürstenschnitt so der amerikanische, typische Redneck. Schizo. Ja, und halt dann der Typ, der in sie verknallt ist, der alles versucht. Dann der reiche, verdorbene Junge, der halt irgendwie an die Knarren rankommt, der offenbar beinahe ja unsere Chloe hier über den Haufen geschossen hat, hätte Max mit ihrem Time Rewind, mit ihrer Begabung nicht eingegriffen. Okay, aber ich glaube, ich muss was tun hier. Leertaste, um aufzustehen. Hier, machen wir das mal. Also, hier, Leertaste. Jetzt, aufstehen. Die anderen Charaktere kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, habe mich auch nicht mehr ganz so sehr damit befasst. Ich lasse einfach mal auf mich zukommen und ja. Okay, sie ist ein Superhero, denkt sie. Ja, ich habe auch wirklich, bin einfach durchgerusht, ohne jetzt hier groß alles zu untersuchen, alles anzuschauen. Also sie braucht eine Dusche, möchte wahrscheinlich ihr Handy lesen. Nee, will ich nicht lesen. Ich will. Hier hat er gerade gebrummt. Ne? Da kann man gerade eine Nachricht rein. Bestimmt von dem Warren wieder. Oh, nicht mal. Ah.
keine Emojis. Hm. Triff mich in 40 am Diner. Komm ich zu spät, bla bla bla, bin auf dem Weg, bla bla bla, du bist böse, 40 Minuten sonst, oh, ja, irgendwie, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich der Meinung bin, es ist eher für wirklich jugendliche Teenager, weil die können sich damit wahrscheinlich eher identifizieren und ich finde, es ist auch das Wichtigste, dass man ja bei einem Abenteuer spielt, sich mit dem Charakter, mit dem Protagonisten auch in einer gewissen Weise identifizieren kann. Und ja, das schaffe ich nicht so wirklich. Also ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen, gar nicht mit identifizieren mit dieser Person und das macht mir das Ganze ein bisschen schwierig und dadurch geht mir auch ein bisschen der Spaß einfach flöten. Aber gut, mal sehen, was die Mama meint. Hey, Honig. Oh, da haben sie wohl vergessen, was zu übersetzen. Okay, Max, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Es scheint, als hättest du Lügengeschichten über einen Blackwell-Vorzeigeschüler erzählt. Ja, das ist der Typ, der mit der Knarre rumhantiert hat. Ist das wahr? Der Direktor meint, es sei eine erhebliche Anschuldigung und er sorgt sich, wahrscheinlich weil er kein Geld mehr bekommt von dem reichen Daddy. Wenn du solche Geschichten erzählst, rufe mich so schnell wie möglich an, damit können wir über alles reden, bla bla bla. Okay, soll die Pflanze gießen. Jo, alles klar. Das war's. Okay, SMS gelesen. Naja. Okay, Dusche. Wo ist die Dusche? Ach ja, ist ja wohl hier ein Studentenwohnheim. Da gibt's keine Duschen im Zimmer. Von daher verlassen. Ach Gott, ja Mann, kannst du dich eigentlich auch selber holen. Wo ist das Duschzeug hier? Nein, sorry. Nehmen. So, schnapp. Okay, Max, let's hit the showers now. Ja. Do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. Ach ja, das ist ja diese etwas reiche Tussi, mit der sie sich erst angelegt hatte und dann doch wieder ein bisschen gut Kind, also gut, wie soll ich sagen, sagt man nochmal dazu, ja, ein bisschen halt eingeschleimt hat, indem sie, glaube ich, mit dem Farbeimer da irgendwie noch ein bisschen Verständnis gezeigt hat und ja, tut mir so leid. Okay, da ist einiges los heute hier. Wo ist die Dusche? Wo sind die Duschen? Da gibt es bestimmt auch eine böse Überraschung. Wer weiß. Nee. Duschen. Kann ich auch rennen? Nee. Nein. Stopp. Aufhören. Oh. Ja, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it. Consider it done. Ich kann nicht rennen. Wie ging Rennen nochmal? Keine Ahnung. Mal zurückspulen, ob mit Klopapier, Achtung. So, stelle ich mich dazwischen. Mal sehen, was passiert. Kann ich wohl nichts verhindern. Probieren wir nochmal. So, Achtung, steht davor. Na, okay. Super, bringt nichts. Also ich kann das Klopapier wohl nicht auffangen. Ich könnte sie warnen. Nee, ich kann auch nicht mit ihr reden. Naja. Also sie wohl kein Interesse, das Mädel hier vor dem Klopapierangriff zu schützen. Pro. Zimmer, Taylors Zimmer, Duschen. Ja, ich weiß nicht, wo die Duschen sind, ehrlich gesagt. Nein, ich will sie nicht verlassen. Ah, ich will zur Dusche. Ich kann mit denen hier reden. Ich will aber nicht mit denen reden. Eigentlich will ich echt nicht mit denen reden. Keine Dusche. Showers. Ah, hier. Showers, genau. Showers open. Ach, wie gnädig. Zum Glück sind die geöffnet. So. Und nun. Kondomautomat. Glaube ich jetzt mal nicht. Ist das ein Kondomautomat? I'm good to flow. Thanks. Okay, es läuft gut bei mir, danke. Aber man erfährt trotzdem nicht, was da drin ist. So, ja, dann duschen wir einfach mal. So, Achtung, duschen. Hey Max,
So. Hey, Max. Kate? Bla bla bla. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing. Ah, das ist die Schüchterne, die etwas. Die, ja genau, die der Typ ja dieser Bürstenschnitt auf dem Schulhof irgendwie angemacht hatte. Everybody here. By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. Er hat es wahrscheinlich gar nicht gelesen. Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. Ja. Okay. Oh, sorry, mein Stuhl, der knarrt etwas. Muss ich wohl mal ein bisschen wieder ölen? Okay, dann dusch mal ein bisschen. Aber mach schnell, wenn es geht. Ach, man duscht mit Klamotten heutzutage. Ja, auch nicht schlecht. So. La la la. Ich pfeife. Oh, ein bisschen. Ja, ist ja gut. Kann ich überspringen? Nein, kann man nicht überspringen. Aber es passiert bestimmt irgendwas, wo ich dann eingreifen kann, muss, darf. Ah, sorry mit dem Scheißstuhl. Ich werde für die nächste Runde werde ich den wohl etwas einschmieren. What's up, Kate? Ah, es kommt mit die Arrogante. Cool. That's it. Und die andere Tussi, die kenne ich gar nicht. That video of you clubbing didn't look like homework. Clubbing video. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Okay, irgendwie. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. Muss sagen, ich habe gar keine Ahnung, in welchem Video die gerade sprechen. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. Ach ja, genau. Ja, genau. Die hat ja vorhin die Farbe abbekommen. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. Ah, was für eine Arrogante. Ja, aber ist ja, das halt hier diese typischen Charaktere hier irgendwie die arrogante reiche Tussi. She's a weirdo with that dumb camera. Dann hier I die. I hate that. I'm so quirky. Crap. Anyway. Let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Hm. Okay. Ganz toll. Ja, ich hab's einen Link dahin. Hm. Die kennen auch auswendig. Kate Sweet. Ja, wie gesagt, langweilig. Es ist echt so ein bisschen so, ja, irgendwelche Teenager-Problemchen. Das hat die Kate, scheint in irgendeinem Video gewesen zu sein. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich zugeben. So. Max hat geduscht. Es wird gespeichert. Okay, also das Buch, irgendein Buch. Ich habe keine Ahnung. So. Das sehen wir uns erstmal an. So. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Ich kann mich nicht an das Video erinnern. Wir machen es einfach mal. I can stop one person from watching it, it's worth it. So, diese Aktion wird Konsequenzen haben. Rachel is a whore. Gut, das war es hier wohl. Dann verlassen wir jetzt den Duschraum und holen dieses Buch, dieses Klassenbuch, whatever das ist. Anschlagebrett, Geek Girls, For Sale, was interessiert mich das? Nein, nicht wirklich. Irgendwie dieses Buch holen. Was, vermisst? Ah ja, naja, das kennen wir ja schon alles. Poster. Interessiert mich auch nicht, oder? Dann mal schauen, was es ist. Komm, schau halt mal das Poster an. I think I'll be way too scared to go. Hm, cool. Lesen. Cool Days, du denkst, Hausaufgaben wären furchterregend, denk nur, die Nachtkostüm-Tanzparty, Prescott, bla. Also irgendeine Halloween-Nacht wohl, okay. Max Zimmer, da muss ich rein. Ja, genau, und hier, ja, Max hier immer, Emo-Charakter. Und halt diese Kate, nee, wie ist sie? Weiß ich gar nicht mehr, hab den Namen vergessen, scheiße. Gut. Oh, no fucking way. Wer war das jetzt? This is not why I came to Blackwell.
And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Okay, Buch. Irgendein Foto, mal schauen. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Ja, ich könnte mal das Kunst durchgehen lassen. Da hast du gar nicht mal so Unrecht. Oh shit. Nathan's revenge. Ah, Nathan, den. Told me not to go to the principal. Ja, Nathan, den wir angeschwärzt hatten beim Direktor, der da die Chloe eigentlich mit den Haufen schießen wollte. Okay, Buch. Ich will dieses Buch finden und dann zack, raus hier. Das Anziehen sollte man wahrscheinlich auch. Ziehen wir was an. So, anziehen. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Aha, okay. Naja, sie vergleicht sie mit Einstein. Auch nicht schlecht. Okay, Buch. Also, wer ist sie, damit sie sich mit Einstein vergleicht? Naja, nur weil er halt die gleichen Klamotten getragen hat jeden Tag. Ich hatte einfach keine Kohle gehabt. Durchsuchen. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Ach ja, hallo. Was ist denn das doofe Buch jetzt? Gibt es da irgendeine Liste? Mal schauen. Aufgaben. Hello. Zielsetzung. Ich muss Kates Buch finden. Nur wo? Oh Gott, ja. Ich meine, wer liest das bitte alles? Wer liest das alles? Ja, also ich nicht. Ja gut, wenn es mich interessieren würde, würde ich wahrscheinlich alles lesen. Ja, okay. So, ja. Ja, halt wirklich das Tagebuch von einem Teenager mit Bildchen reingeklebt und interessiert mich echt wirklich nicht. Ihr fragt euch, warum spiele ich das Spiel überhaupt? Ich fass es nicht. Ja, warum spiele ich es eigentlich? Ja, warum nicht? Ich meine, die Rezensionen waren ja wirklich gut und tolle Storyline und dieses Zeit-Zurückspul-Feature ist super toll. Man kann die Story beeinflussen. Ja, man kann sie beeinflussen, indem es dann hier, wie gesagt, andere Konsequenzen hat, wie jetzt, dass der Principal an die Mutter, also der Direktor an die Mutter eine E-Mail schreibt, dass Max irgendwie einen hochgeachteten Schüler angeschwärzt hätte. Durchsuchen. Ist da irgendwas dabei? Okay, ach, ich muss alle Zettel durchsuchen, um da vielleicht das Buch zu finden. Ja. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to problems. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ein Buch finden. Was war... Ach so, richtig, Zeit zurückspulen. So, noch ein bisschen, stopp. Okay, jetzt weiß ich ja, bewegen. Ah, das Glas. Praktisch, muss ich ja doch wirklich sagen. Aha, you sneaky book. Sowas könnte ich dann doch auch manchmal brauchen, so eine Zeit zurückspulen-Funktion. Okay, ich würde sagen. As if I have to worry about being late anymore. Ja, bla bla bla. I do have all the time in the world now. Ja, ja, ja. Dann lauf mal schneller und halte dich nicht mit irgendwelchen Sachen auf. Oh, wo ist Kate? Eine private Nummer. Halt lieber dein besserwisserisches Mundwerk. Oder ich komme dich holen. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Tja, jemand Unbekanntes. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. Auch Ethan? This has to be from Nathan. But it could be anybody. Ich glaube, das ist nicht von Ethan. I could be in serious danger if I'm not already. Fragt sie, von wem diese Nachricht ist. Gut, Kate. Ah, hier ist Kate. Okay. Da wollen wir rein. Hallo Kate. Kate? Dein Buch? You in there? Yes, I'm here. Die arme kleine Schüchterne, die immer nur gehänselt wird von der bösen Biatch. Ja, okay, was hast du denn, liebe Kate? Reden. So, Kate, was ist? Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ah, David war der Bürstenkopf. Der Redneck. Ich hasse Mobber. So,
I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Genau, mal interessant. Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Vortex Club? Okay, mal mit dem... Dann fragen wir erstmal, warum, brav, hm? Brav, so warum. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Okay. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Also sie wurde gefilmt auf dem Video, als sie in diesem Vortex-Club war und hatte offenbar mit irgendwelchen Leuten rumgemacht. Also rumgemacht, denke ich mal, halt rumgemacht im sexuellen Sinne. Denke ich mal. Und hört sich nicht nach dir an. Nö, finde ich auch. Hört sich nicht nach ihr an. Aber wer weiß, was sie sich reingepfiffen oder was hat oder was ihr reingepfiffen wurde von diesem Nathan? Ethan Nathan. Doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Nicht genug, um sie abzuschießen. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott, also der Drogendealer. Na, frag mal, bist du wohin gegangen? Did you go? Definitely not. I'm not sure where I went. What do you remember about that? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... Es wird echt immer wirklich verrückter und unrealistischer und abgefahrener. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Okay. Das heißt, wir müssen rausfinden, wer das Video aufgenommen hat. Und das war bestimmt dieser Nathan. Hier, Drogendealer, hat eine Waffe. Ist das Naheliegende. Aber... Wer weiß, vielleicht ist da auch mehr irgendwie am Laufen oder mehr am Start. Also ich würde es jetzt mir nicht so einfach machen und nur diesen Nathan, ja, der ist für alle, der ist an allem schuld, wobei es natürlich einfach wäre und auch irgendwie sehr leicht nachzuvollziehen. Ja, hier unter Drogengesetz auf einer Party, irgendwie Video aufgenommen, ins Netz gestellt. Ja, aber das werden wir das nächste Mal dann versuchen rauszufinden. Ich werde auch offscreen ein bisschen weiter gucken. Wenn es interessant wird, schalte ich euch wieder dazu. Gut, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Knorker. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye, bye. Macht's gut. Bye, bye, bye.